Moin! Wie versprochen, das war in dem Unboxing-Video, nehmen wir uns heute die Fliege hier als Vorbild. Die habe ich mal irgendwann vor Jahren gebunden, so als Köderfischchen, als Brutfischchen auf Meerforelle. Bauen die noch so ein bisschen um. Ich hatte ja auch versprochen, die Meerforellenangler, die sind zu kurz gekommen bei den letzten Videos, ne? Das wir in die Richtung mal machen. Also heute wollen wir versuchen, das so ein bisschen farblich in die Richtung Sandaal zu bringen. Bleibt das Lila hier weg. Diese Fliege ist gebunden auf ein Gammakatsu F314. Ja, könnte auch weiter so machen. Ich nehme jetzt aber einen ganz anderen Haken. Und da kann ich euch gar nicht sagen, was das ist. Nehmt aber auch einfach das, wo man die Fliege drauf binden kann. Ihr habt jetzt gesehen, es geht auch kurzschenkliger. Bindet das auf den Haken, den ihr habt, wo es drauf passt natürlich. Jetzt zeige ich nochmal den F314. Jetzt guckt euch den mal an. So, da kann man die mal einigermaßen miteinander vergleichen. Der ist bei weitem nicht so langschenklig, ne? Aber es geht. So. Nehmt das, was ihr habt. Machen. Grundwicklung drauf. Meerforelle, wisst ihr. Da darf man auch gerne mal mit ein bisschen Draht arbeiten, um eine Wicklung zu stabilisieren. Es kommt auch immer wieder Lack und Sekundenkleber zum Einsatz. Hier jetzt aber nicht. Das zieht mir da zu lange raus. Stellt euch vor, immer jetzt hier noch ein bisschen Sekundenkleber schon mal drauf, mal erst. Dann Bucktail. Jetzt sagt er, was ist das denn für eine Farbe? Ja, dann nehmt ihr euch Bucktail. Oh, guck mal, da ist aber der Preis noch drauf. 39. Dann nehmt ihr euch Bucktail und dann zwar hier unten so raus. Ja, das ist ja die Blume der Schwanz vom Weißwedelhirsch. Und die sind in der Mitte braun und außen weiß. Und das Weiß kann man natürlich besser einfärben. Und durch das Braune und die grüne Färbung kommt dann hier so ein Oliv raus. Da nehmt ihr euch das weg. So. Und dann möchte ich das in Schenkellänge hinten drüber gucken haben. Da kommt auch nichts in Stecker oder so. Ich möchte das hier hinten so ein bisschen unregelmäßig haben, ne? Ja, Schenkellänge. Ist noch ein bisschen zu viel. Ja, so gefällt mir das okay. Ja, gut. Jetzt schneiden wir uns das ab, passend. Gegen den Uhrzeigersinn, ein bisschen Drall. Da darf dann auch, immer wenn ihr Fell festbindet, ja, darf da Wachs drauf. So. Seht ihr, wie schön das dann zu den Fingern rüber fällt, das Garn. Ja. Ja, und jetzt ziehen wir langsam mal ein bisschen fest hier. Und wickeln das nach hinten ein. So ist das schön. Hier nochmal ein Stück nach vorne. Machen wir jetzt mal Dubbing drauf. Ich habe die Fliege jetzt einmal nach der ursprünglichen hier Probe gebunden und deswegen läuft das jetzt nicht so ganz flüssig, aber lass uns das da zusammen erarbeiten. Dieses Dubbing hier, das ist zu viel. Das ist Wolle in Oliv. Und dazu habe ich für kleines Geld, habe ich hier mal Dubbing erstanden. Das sind nur so Glitzerfäden. Das verlinke ich euch. Seit Jahren mische ich damit meine ganz einfache Wolle. Das Dubbing-Video verlinke ich euch auch. Seht auch zu, dass ihr nach hier vorne schön weit mit dem Bucktail kommt. Wenn ihr jetzt hier aufhört
Und ihr wollt da die Augen einbinden. Die fallen euch immer wieder, rutschen die nach vorne ab. Ne? Und das ist scheiße. Auf Deutsch gesagt. Hat ja gerade einer scheiße gesagt. Wehe, wenn mein Video gesperrt wird. So. Jetzt schaffen wir uns hier so ein kleines Dubbing-Bit. Für die Augen. Ist sowieso immer gut, wenn man da mal ein bisschen Dubbing drunter hat. Und dann kann man die wunderschön einbinden, die Augen. Ich lasse sie jetzt mal in Silber. Die könnt ihr auch lackieren, wie ihr wollt. Ja, ich brauche vorne noch ein bisschen Platz. Jetzt aber. Jetzt gehen wir hier wieder schön zurück. Entfernen wir den Draht. So, und da wieder gleiches Dubbing. Und ich finde, das ist wirklich, zumindest an der deutschen Ostsee, ist das eine tolle Farbe für mir vor allem echt. Eine ganz tolle Farbe. Ja, das hier, ne? Ja, ihr werdet es gleich komplett sehen. So, und hier sehen wir jetzt zu, dass wir, upsa, so ein bisschen den Backtailschwanz so ein bisschen mit überfangen, damit er sich nicht so aufstellt. Ne? Ich meine, das Tobias Fischchen ist nun mal ein recht schlanker Fisch. Und außerdem habe ich bei Fliegen eh immer gerne etwas schlanker. So. Das wäre der erste Part. Und um das Ganze etwas diffuser zu gestalten, bürsten wir mal so ein kleines bisschen nach hinten aus, ne? Kopf, da kommen wir noch nicht so richtig dran. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. So, und dann braucht ihr Baitfisch-Fiber. Das hier ist jetzt Pearl. Ich habe aber die Packung ist zu und ich hatte hier noch eine offene. In Polar ist das, glaube ich, oder Arktik oder irgendwie, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Ja. Was weiß es? Irgendwas, was weiß es und durchschimmernd. Da kommt es mir ja drauf an. Ich will es ja so durchschimmernd haben. Ne? Und schneidet ihr euch da so einen Strang ab. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viele Fasern das sind. Ich habe mir schon mal einen abgeschnitten. Wo habe ich diesen Strang? Da ist er. So, da haben wir noch mal und den teilt ihr euch, auch wenn es jetzt etwas unscharf wird nach hier hinten. Na, das geht aber noch, ne? In drei Teile. Dann bekommt ihr anderthalb Fliegen daraus. Ja, oh, das passt. Ja. So, und damit hier alles schön beisammen bleibt, ich habe euch ja, glaube ich, mal gezeigt, dass ich sowas gerne
mit so Klammern fixiere, den Teil, den wir jetzt nicht brauchen. Ab in die Klammer. Und den ersten Part hier, den tapern wir uns ein bisschen, dass es nicht alles so gerade, glatt und abgeschnitten aussieht, ne? Schlanker Fisch, also auch ein etwas weiter auslaufendes Taper. Das dürfte ein bisschen länger sein sogar noch. Ja, so geht das. Schneiden und hier auch ein bisschen Sekundenkleber drauf. Das wird zu ärgerlich, wenn das jetzt rausrutscht. Oben und unten machen wir sowas auch noch mal. Ja. Ja. Ja, so machen wir das. Länge passt. Er muss frei bleiben, ne? Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Auch hier nochmal ein kleiner Tropfen Sekundenkleber. Und wer jetzt möchte, macht noch eine Winzigkeit. Rotes Dubbing da rein. Aber wirklich nur ein Hauch. Jetzt aber. So, okay. Das hätte sogar noch ein bisschen mehr getapert werden dürfen. Nee, nee, es geht. Okay. Jetzt greifen wir das letzte Mal zum Dubbing und formen uns den Kopf. Das finde ich auch mal ganz sympathisch, wisst ihr? Hab vielleicht schon mitgekriegt, hier gab es noch nicht einmal ein Video mit UV-Kleber. Ich habe einfach noch keinen. Ich habe da nichts gegen, aber ich denke, es gibt viele Leute ohne UV-Kleber. Und dann kann man auch mal zeigen, wie das geht, ne? Und dass man auch gute Ergebnisse erzielen kann. Kopfknoten. Sieht jetzt ein bisschen wüst aus, aber das kriegen wir alles gleich hin.
Jetzt versuchen wir mal oben noch ein bisschen Farbe dran zu bringen. So. Dann nehmen wir uns noch die allerobersten Fasern und machen die noch ein bisschen dunkler. Bürsten wir noch mal, um den Übergang so ein bisschen fließender hinzukriegen. Und der Tollste daran ist, mit den Materialien, da zählt nichts mehr ein. Gar nichts mehr. So, und jetzt sollen wir mal nass machen. Machen wir nass. So, meine Damen und Herren Fliegenbinder, so sieht er in nass aus, unser kleiner Sandaal. Ich muss das hier mal mit der Beleuchtung besser machen, warte mal. So, jetzt machen wir das mal ab hier. Also mal ehrlich, wenn die Meerforelle Dackel in Hunger kriegt, ne? Dann weiß ich es auch nicht. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen von hinten. Kriege ich das hin hier, ohne dass ich euch blende? Nee. Doch so. Stell dir vor, die Forelle, die guckt da von unten Richtung Licht. Und das schimmert alles so schön durch. Ja. Ja. Also. Ein auf den ersten Blick vielleicht nicht so ganz schöner Sandaal, aber fängig und auf den zweiten Blick und nass. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbinden und viel Erfolg dann beim Fischen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.